Willkommen zu einem weiteren Rundgang von der Kido 801. Diesmal mit einem Rundgang vom Bangberger Frühling, Oberfrankens großes Volkfest 2015. Wenn wir hier reingucken, sehen wir das allererste, da fangen wir am besten an, hier rechts den Traumfrug für die kleinen Besucher. Gefolgt von dem Bayerischen Roten Kreuz Losstand und den Toiletten. Bayerische Rote Kreuz, der erste Süßigkeitenladen, namenlos, jedenfalls kenne ich gerade den Namen nicht. Gefolgt vom zweiten Süßigkeitenladen, der Zuckerbäcker Weiß. Zuckerbäcker Weiß, unbekannter Name, Eingang, Toiletten, Losstand, Traumflug. Es wird ein bisschen dunkel. Dann hier rechts DTM Racing, der Autoscooter. Wir gehen da lang übrigens, geradeaus natürlich. Dann neben dem DTM Racing, mal ein bisschen oben bleiben noch und ein bisschen einfangen. So. Gegenüberliegend von DTM Racing, neben dem Zuckerbäcker, ein Biergarten vom Margrethen Bamberger Heringsbraterei von Erich Meister Bamberg. Hier erstmal der Biergarten. Und hier die Makrelerei. Imbiss, am besten gleich Meister, Spezialitäten. Dann kommt ein Losstand, der heißt, hier gibt's total verrückte Losbude, geht näher her. Ja, so heißt er wahrscheinlich. Der Losstand und gefolgt vom Kinderkarussell Georg Fischer, Vergnügungsbetriebe Bamberg, Russ 61155. Dann gehen wir hier gleich zum Festzelt bzw. Biergarten, weil die haben hier nicht aus wie kein Festzelt. Gegenüberliegend ist dann noch die Schlemmerhütte. Dann gehen wir noch hier zu den kleinen Greifarmstand. Dann machen wir einen kleinen Rundflug nochmal. Und hier kamen wir. Hier gehen wir jetzt weiter. Hier links in der nächsten Gasse Brezelbäckerei. Dann Stau. Nach der Brezelbäckerei Molnars Langos, eine Spezialität aus Ungarn. Und die Fleckerlhütte. Gefolgt von Griegers Schlemmerhaus mit den Schlemmer-Spezialitäten und dem Biergarten mit Brauerei Fessler. Schon ein bisschen was los. Hier in der Mitte ist dann noch zum Klöcken, wo es auch Bier und mehr gibt. Dann hier der weitere Bereich vom Biergarten und Musik, die hoffentlich nicht GEMA geschützt ist. So, und dann geht's weiter. Da, wo die Musik herkommt, spielt später eine Band. Im Bamberger Frühling, Festplatz in der Zollnerstraße, ehemaliges amerikanisches Gelände. Danach kommt dann Pizza und Pasta, Antonia, Pizza Italia und Hot Dogs gefolgt. Die sind hier. Hot Dogs, Slush-Eis, American Hot Dogs, Original. Dann kommt die süße Hexe mit Gebrüder Mandeln Zuckerwatte. Popcorn, Früchte, also Süßigkeitenstand. Dann die Creperie mit Dampfnudeln. Und zum Schluss hier
ein weiteres Kinderkarussell. Kinderkarussell, hier ist noch überdacht. Überdachtes Zelt. Und nochmal das Bierzelt oder der Biergarten. Nochmal hier hinten die Halle, die ganzen Stände, die wir gerade gesagt haben. Dann gehen wir weiter. Bevor wir zum Riesenrad kommen, haben wir hier noch das Weißpreisschießen. Ein Schießstand. Gleich neben dem Kinderkarussell, was ich hier befand. Kinderkarussell, Weißpreis, Schießstand. Dann das Riesenrad, das Frankenrad und Orion. Schauen wir mal, ob wir es reinbekommen. Jawohl. Übrigens das Frühlingsfest oder Frühjahrsblära von Bamberg. Im Herbst gibt es noch ein größeres, wie ich gehört habe. Dann gibt es hier Entenangeln, das Spiel ohne Nieten. Und den Graubergers Old Western Train. Ein kleiner Zug für die jungen, für die kleinen jungen Leute. Dann, was man hier gleich als erstes ins Auge sticht, die gebrannten Nüsse aus aller Welt. Und Western Reitbahn, Höchstadt-A. Klein-Eusen, Adam Senior Junior Störzer. Gleich neben dem Riesenrad. Hier nochmal das Riesenrad. Und hier kamen wir. Na, nicht jetzt. Von hier kamen wir. Nochmal hier der Train. Und dann eins der ersten Top-Fahrgeschäfte hier. Der Nightstyle. Das ist was ähnliches wie der Top-Spin. Nur geht der noch schräg auch umher. Habe ich gerade gesehen. Der Nightstyle. Gleich gegenüber vom Zug. Dann geht's weiter mit dem nächsten Fahrgeschäft, was nirgendwo fehlen darf, der Brechstift. So, hier der Brechstift. Wenn man das Logo sieht, Breakdance und nochmal der Nightstyle. Und hier ist dann die Geisterbahn Horror World. Horror World. Nach der Horror World gegenüber links, nicht da vorne, wo ich gerade hinfilme, sondern hier gegenüberliegend ist das Game World, ein Losstand. Game World. Hinter mir ist gerade ein Geländer gewesen, was mir in den Kopf gestoßen habe. Die Game World. Nach der Game World ein Simulator, und zwar U3000. Kann man auch als U-Boot 3000 bezeichnen. U3000. Und gegenüberliegend vom U3000 hier ein Luftballonstand, Pfeilwerfstand und Zirkus-Eingang. Schiffschaukel mit der Bezeichnung Zirkus. Und hier kamen wir, nochmal die Geisterbahn und der Losstand. Nochmal das U3000. Nach dem U3000 folgt die Schwingtime. So, hier sind wir die angelangt. Die Schwingtime.
Da ist leichter Schlascheis, Eismoor, Eisbecher, Mandel- und Popcornstand. Aber da wollen wir erst noch nach dem Schwingtime. Nein, auch noch nicht das Eurobungee, sehen wir auch gleich, sondern das Entenangeln und Dosenwerfständchen. Und daneben haben wir noch den Helium-Luftballon-Stand. Dann nochmal Entenangeln und Super Bowl nennt sich der, Dosenwerfen. Dann hier nochmal der Eurobungee. Dann noch ein Finger im Spiel, sollte nicht sein. Dann kommt, wie gesagt, Eismoor, Eisbecher, Mandel und Popcorn. Ein weiterer Stand gleich neben dem Schwingtime, wie gesagt. Schwingtime und ich schwinge auch. Und zwar rüber zum Eisstand. Von Meisel. Und hier gibt es Nüsse. Von Meisel. Gegenüberliegend ist das kleine Kettenkarussell hier. Von Dobler. Gefolgt von einem Schießstand. Und gut, noch ein weiterer Greif am Stand. Dann kommt hier, bevor wir uns dem Losstand widmen, das Schiff. Das Schiff. Das Schiff. Von hier kamen wir. Nochmal das Schiff. Und der Losstand Nummer 3, wenn ich mich nicht irre, das Lady Luck. Genau. Das Lady Luck. Und dann ein Freude- und Spaßhaus. Jumanji, die abenteuerliche Reise ins Labyrinth der Magie. Jumanji. Gefolgt von einem Plaza, eine Art kleines Casino wieder, wo du Münzen reinwerfen kannst. Und dann schieben sich die Münzen so, das wird ja ganz laut hier, dann schieben sich die Münzen so hin, dass weitere Münzen runterfallen, wenn du geschickt bist. Das hier im Plaza. Gegenüberliegend nochmal der Autoscooter. Und dann sind wir wieder am Ende unseres Rundgangs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, sind wir am Ende. Weitere Videos gibt es auf meinem YouTube-Kanal Kido881 oder meiner Website www.kido881.de. Ich kann mich gerne abonnieren und weiterempfehlen. Ich hoffe, ihr wisst nun, was hier so geboten ist. Bis zum nächsten Mal, euer Kido881.